Wir alle lieben die Goodyear 4 European Truck Racing Championship und wir sind hier zurück in Le Mans, Frankreich, und die Franzosen, die lieben den Motorsport. Noch sind die Sitze leer, aber morgen sind sie voll und es wird ein weiteres packendes Wochenende. Wir schauen, was in Zolder passiert ist. Es hat einige Veränderungen für dieses Wochenende gegeben, aber seht selbst. Wie ihr vielleicht wisst, hatten wir ein kleines Feuer beim letzten Rennen in Zolder. Und Luis, ich bin ein wenig erstaunt, deinen Namen hier zu lesen. Und dein Truck sieht auch gut aus. Aber ich wundere mich, man sieht den Namen Julia. Und ich denke, Julia gehört jemand anderem. Ja, dieser Truck ist nicht mir. Das ist der Truck von Lukas Hahn, dem Sohn von Jochen Hahn. Und ich bin wirklich sehr dankbar, dass Jochen mir die Chance gegeben hat, diesen Truck zu fahren. Trotz aller Bemühungen war es nicht möglich, unseren Truck für dieses Wochenende fertig zu haben. Er ist jetzt in der Werkstatt und wir reparieren ihn, wenn wir Zeit dazu haben. Dieses Wochenende kann das nächste tolle Wochenende werden. Bist du bereit, das anzunehmen, wenn es dann passiert? Du kannst es annehmen, nicht so richtig. Es ist nicht einfach. Wir haben einen Vorteil in der Meisterschaft, was uns ein bisschen zuversichtlich macht. Aber nicht zu zuversichtlich. Wir versuchen das zu tun, was wir immer machen, die besten Resultate zu erzielen, dann kommt alles andere von selbst. Es fühlt sich an, als ob das wieder ein weiteres aufregendes Wochenende wird. Das erste Qualifying startet in Le Mans, Frankreich. Jochen ist wie immer gestärkt für das erste Rennen an diesem Wochenende. Was denkst du über die Entwicklung deiner Punkte für den zweiten Platz in der Meisterschaft? Ja, am Ende habe ich keinen Stress, ihn zu schlagen. Aber wenn er mir eine Möglichkeit gibt, es zu tun, dann tue ich es. Ich muss nach Sascha und Antonio gucken und ich habe eine aussichtsreiche Position. Okay, die hatten ein bisschen Pech im Qualifying und stehen weiter hinten. Wie sehr magst du Le Mans, wenn man auch an die Menschen denkt, die diesen Kurs sehr lieben? Wie siehst du das? Ich bin sechsfacher Europameister. Fünf Titel habe ich hier in Le Mans gewonnen. Ich habe also einiges gemeinsam mit Le Mans. Ich will nicht sagen, ich liebe es, aber ich fühle mich sehr gut auf der Strecke. Und das hat Jochen Hahn dann auch im Qualifying bzw. der Super Pole bewiesen. Rennen 1 auf dem legendären Kurs von Le Mans, dem Circuit Bugatti, an dieser legendären Rennstrecke startet mit der ersten Reihe, mit dem Pole-Setter Norbert Kiech, die 20. Pole seit Most 2022. Und er zeigt direkt, was er an diesem Wochenende vorhat. Setzt sich in der Dunlop-Schikane sofort an die Spitze und dominiert das Feld des Weiteren in den nächsten 11 Runden. Sascha Lenz kämpft mit Antonio Albacete. Antonio Albacete kämpft mit Steffi Halm. So geht dieses Rennen in einen geordneten Rhythmus zunächst über. An diesem Wochenende auch dabei der Vater von José Eduardo Rodríguez, den wir hier im Bild sehen. José Rodríguez mit der Startnummer 14. Er unterstützt seinen Sohn bei dem Bemühen, den Promoters Cup 2023 zu gewinnen. Und dann entwickelt sich ein Kampf zwischen Sascha Lenz und Jamie Anderson. Die beiden Freunde sind ganz eng beieinander. Jamie Anderson versucht, Sascha Lenz zu überholen.
Und das gelingt ihm dann. Sascha Lenz wird dann schlagartig auch langsamer, kann Jamie Anderson nicht mehr folgen, bekommt auch die Kurve nicht. Und letztendlich stellt sich heraus, es ist eine Stange an der Vorderachse gebrochen. Was für Sascha Lenz bedeutet, dass er in diesem Rennen einen Nuller schreibt und nicht die Position 3 mit Punkten verteidigen kann. Antonio Albacete versucht sich an Steffi Halm vorbeizuarbeiten. Das gelingt ihm aber auch nur bedingt. Der Abstand immer so 1-2 Wagenlängen zur Herrenbergerin im Iveco Schwabentrack. Norbert Kiech in Führung baut seinen Vorsprung aus. Letztendlich sollten es 8,1 Sekunden werden, die ihn zwischen ihm und dem sechsfachen Europameister Jochen Hahn trennten. Albacete jetzt näher dran an Steffi Halm, kämpfen um die dritte Position, um den letzten Platz auf dem Podium. Norbert Kiech enteilt Jochen Hahn in sicherer zweiter Position, was ihn dann den Vorteil bringt, dass er diese zweite Position in der gesamten Meisterschaft ausbauen kann. Norbert Kiech gewinnt auch hier in Le Mans das erste Rennen und geht einen großen Schritt in Richtung Europameisterschaft 2023. José Eduardo Rodríguez auf dem sechsten Platz, Jamie Anderson wird letztendlich Fünfter und Sascha Lenz, wie wir schon besprochen haben, mit einem Ausfall. Kiech, Jochen Hahn und dann Steffi Halm stehen auf dem Podium und die ersten Glückwünsche des Wochenendes gehen an Norbert Kiech. Das war deine 20. Pole Position und du hast es gewandelt in eine tolle weitere Trophäe. Ja, wieder. Es war ein toller Job vom Team und vom Revers-Team. Mit dem Setup waren wir gut hier für Le Mans. Es war alles sehr, sehr gut. Das Qualifying war gut, die freien Trainings waren gut. In der Superpole habe ich einen kleinen Fehler gemacht, aber trotzdem die Pole Position. Das Ergebnis des ersten Rennens im Überblick. Norbert Kiech gewinnt nach 11 Runden mit 8,193 Sekunden vor Jochen Hahn vom Team Hahn Racing und Stefanie Halm, der Iveco-Markenkollegin vom Team Schwabentrack. Albacete Anderson auf der vierten und fünften Position. José Eduardo Rodríguez bestätigt mit dem sechsten Platz seine gute Form, baut den Vorsprung in der Promoters Cup-Wertung gegenüber Steffen Faas aus, der auf der achten Position hinter André Kosim ins Ziel kommt. Auf den Plätzen 11 bis 14 Luis Rigvenko, Mark Taylor und John Newell. Und dann Sascha Lenz nach seinem, ja doch, Ausfall nach dem Bruch der Stange an der Frontachse. Willkommen in Le Mans vor dem zweiten Rennen der Goodyear 4 European Truck Racing Championship. Es sind so viele Menschen hier, die den Motorsport lieben und wirklich auch Truck Racing lieben. Schon eine ganz spezielle Atmosphäre. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns die Menschen finden, die diese Leidenschaft teilen. Und es sind eine ganze Menge Menschen da, die auf das zweite Rennen warten. In 90 Minuten hat das Apollo Tires Truck Sport Team von Sascha Lenz den Schaden an der Frontachse behoben und er konnte im zweiten Rennen starten. Einer steht hier in der letzten Reihe, aber vor exakt einem Jahr hast du hier dein erstes Rennen überhaupt in der Europameisterschaft gefahren. Das ist also dein zweites Mal, dass du hier bist. Du bist nicht herausgeflogen, du hast den Truck nicht zerstört. Du hattest bis hierhin ein wirklich gutes Jahr. Wie ist dein Gefühl und was sind deine Pläne für das Rennen? Ja, ich fühle mich gut. Wir hatten ein gutes Qualifying, sind knapp an der Super Bowl vorbeigeschrammt. Im ersten Rennen lag ich auf 9. Dann habe ich einen Schlag bekommen und es ging zurück. Von hinten zu starten ist nicht gut. Ich versuche ein paar schnelle Bewegungen am Start zu machen und nach vorne zu kommen. V8
Von ganz vorne grüßten Steffen Faas auf der Pole Position und André Kusim im Don't Touch Racing Iveco für das zweite Rennen im Reverse Grid. Und dann ging es auf die Start- und Zielgerade in Le Mans. Und man sieht in der letzten Reihe John Newell mit der 18 und Sascha Lenz nach seinem technischen Defekt mit der Startnummer 3. Vorne entwickelte sich dann ein Rennen mit einem furios startenden Jamie Anderson, der sich direkt neben Steffen Faas setzte in der Anfahrt auf die Dunlop-Schikane und versucht, die Führung zu übernehmen. Währenddessen Mark Taylor einen Schlag bekam, durch den Kies musste. Und das war für ihn dann auch das Aus in Rennen 2. Also noch keine Normalität für den 36-jährigen Briten. Jamie Anderson hat dann relativ schnell die Führung übernommen. André Kusim auf der 2 und dann Steffi Halm auf dritter Position. Halm kämpft dann gegen André Kusim. Antonio Albacete versucht, sich die Situation zunutze zu machen. Geht auch vorbei an André Kusim. Und Steffen Faas muss sich das aus der vierten Position anschauen. Währenddessen das Rad bei Mark Taylor nicht mehr reparabel ist. Was passiert dahinter? Sascha Lenz konnte mit einem furiosen Start ein paar Plätze sofort gut machen aus der letzten Position und ist jetzt mitten im Getümmel mit Norbert Kich und Jochen Hahn, die sich an Steffen Faas zu schaffen machen. Und Sascha Lenz versucht, den sechsfachen Europameister Jochen Hahn hier unter Druck zu setzen. Kich ist vorbei an Faas, auch Jochen Hahn fährt dann auf der Innenseite durch und geht an Steffen Faas vorbei. Sascha Lenz ist das für den Augenblick nicht vergönnt, aber auch er geht nach rechts außen und versucht zu überholen. Vorne Jamie Anderson gegen Steffi Halm. Das war das Duell während des gesamten Rennens, aber es sollte dann auch durch eine 5-Sekunden-Strafe für Steffi Halm entschieden werden, dass die Herrenbergerin am Ende auf dem 4. Platz im Gesamtklassement ins Ziel gekommen ist. Norbert Kich weiter auf dem Weg nach vorne. Kann er dieses zweite Rennen auf dem Weg zur Europameisterschaft auch für sich entscheiden? Oder ist zumindest ein Podestplatz drin? Jeder Punkt ist wichtig, dass er vielleicht hier am morgigen Sonntag schon in der Lage ist, den Europameisterschaftstitel zu verteidigen. Dann ist's vorbei. Jamie Anderson gewinnt das Rennen. Steffi Halm zwar hier auf 2, aber in der Endwertung auf 4. Und Norbert Kich dann auf der dritten Position. Antonio Albacete wird Zweiter. Steffi Halm 4, Sascha Lenz 5. Und Anderson geht sofort zu seinem Team. Das war der erste Sieg der Saison. Schnell ein bisschen Wasser, bevor es gleich Champagner gibt. Ja, herzlichen Glückwunsch, danke. Ja, war ein gutes Rennen. Wir hatten einen sehr guten Start. Und du weißt ja, wir hatten ein paar verdammt schlechte Momente in dieser Saison. Und es ist gut, dass ich dem Team etwas zurückgeben kann und sie wieder zusammenbringe. Es war heute Morgen nicht so toll, aber definitiv ein gutes Ende des Tages. Das Resultat: Jamie Anderson, Antonio Albacete und Norbert Kich waren die drei, die zum zweiten Mal aufs Podium gingen. Jochen Hahn auf der 4, Steffi Halm auf der 5, Sascha Lenz dann 6. Position. José Eduardo Rodríguez gewinnt auch den zweiten Lauf mit dem Promotors Cup. André Kusim, Steffen Faas und Clemens Hecker auf den Plätzen 8, 9 und 10. Für José Eduardo Rodríguez auch ein Schritt zum Sieg im Promotors Cup, wird aber erst in Jarama entschieden. So viel sei schon mal gesagt. John Newell und Luis Requenco auf den Plätzen 11 und 12. Die 24 Heures de Camion, so heißt die Veranstaltung hier in Le Mans, bietet den Zuschauerinnen und Zuschauern auf den pickepackevollen Tribünen immer ein außerordentliches Spektakel mit tollen LKWs, mit Stimmung, mit Lichtern und in diesem Jahr auch mit dem ersten Truck-Nachtrennen, was von Theo Calvé im Bagheera Freightliner gewonnen worden ist. Der ist ja im vergangenen Jahr noch in der Europameisterschaft gefahren. Am Ende des Tages gab es dann noch ein richtig, richtig tolles Feuerwerk in den Höhen des legendären Rennsportorts Le Mans. Good morning,
Guten Morgen aus Le Mans, Frankreich, vom Bugatti Circuit. Wir sind zurück bei der Goodyear 4 European Truck Racing Championship am zweiten Tag. Du bist ein Gewinner. Le Mans feiert den 100. Geburtstag. Happy Birthday, Le Mans, an dieser Stelle. Nimmst du ein Souvenir mit? Ja, definitiv. Das kommt ins Gepäck. Das ist gut. Das sind schöne Erinnerungen an die Reisen im Leben. Viel Glück und ein schönes Rennen. Das wollte und sollte Jamie Anderson haben, auf zum dritten Rennen. Es könnte das entscheidende Rennen für den 5. Europameistertitel von Norbert Kiech werden. Kommt er aufs Podest, ist die Meisterschaft in der Saison 2023 entschieden. Der Start erfolgt wie üblich. Die rote Ampel wird auf grün geschaltet. Und dann geht die Reise der 14 Trucks los. In der Pole Position wieder Norbert Kiech, 21. Pole seit Most 2022 für den Ungarn. Dann muss André Kosim an der Boxenmauer ausrollen lassen und das sollte Folgen haben, denn den Truck konnte man so schnell nicht bergen und dementsprechend sollte dieses Rennen noch in der ersten Runde abgebrochen werden und neu gestartet werden. Aber André Kosim konnte wieder in die Startaufstellung fahren und so wurde der zweite Startversuch genommen und Sascha Lenz hatte einen grandiosen Start. Er setzte sich neben Norbert Kiech und in der Dunlop-Schikane setzt sich der 36-Jährige in Führung vor den amtierenden Europameister, der das Nachsehen hat in dieser ersten Runde und der jetzt natürlich versucht, sofort an Sascha Lenz vorbeizugehen. Nach anderthalb Runden war es soweit. Da hat Norbert Kiech die Innenseite hier in der Le Musée in dieser 180-Grad-Kurve und setzt sich vor den MAN von Sascha Lenz. Der versucht nochmal zu kontern, muss sich aber dann auf dem zweiten Platz einreihen. Auf 3 Jochen Hahn, auf 4 Antonio Albacete, währenddessen im Hinterfeld die Kämpfe um das Thema Promotors Cup geschrieben werden. Und da haben wir die 14. Das ist José Rodríguez, der Vater des Promotors Cup führenden José Eduardo Rodríguez mit einem wilden Manöver gegen Steffen Faas. Letztendlich war es sein eigener Schaden. Er konnte nämlich nicht mehr weiterfahren. Steffen Faas hat den Scania auf der Strecke halten können, wurde aber zurückgereicht. Letztendlich war es der 9. Platz und er hatte sich da etwas mehr erhofft, denn José Eduardo Rodríguez konnte den Start nicht mitmachen, ging dann noch mal ins Rennen, belegte am Ende aber die 13. Position. Faas wahrscheinlich mit Wut im Bauch unterwegs, muss sich den Angriffen von John Newell, Clemens Hecker und Mark Taylor erwehren, kann den Scania aber in Front halten. Norbert Kiech auf dem Weg zur Titelverteidigung. Norbert Kiech auf dem Weg zur dritten Europameisterschaft in Folge. Er setzt sich, wie das in dieser Saison so häufig der Fall war, ab von der Konkurrenz. Und Sascha Lenz und Jochen Hahn belegen die Plätze 2 und 3. Der MAN von Norbert Kiech ist das beste Gesamtpaket im Jahr 2023. Und jetzt ist es passiert. 5. Europameisterschaftstitel insgesamt, 3. in Folge und neuer Europameister 2023 und die Freude im Revest-Team natürlich riesengroß. Ich glaube, ich brauche nicht zu fragen. Du bist glücklich. Ja, natürlich. Sehr, sehr glücklich. Ein sehr schöner Moment, die Meisterschaft zu gewinnen. Es war ein bisschen schwierig, als ich die Führung verloren habe, aber wir hatten die Geschwindigkeit. Danke an Reves Racing, an das ganze Team und Mr. Reves. Und das war die Fahrt zum Europameistertitel mit 5,407 Sekunden gewinnt Norbert Kiech vor Sascha Lenz. Jochen Hahn wird Dritter, Antonio Albacete, Jamie Anderson und Steffi Halm auf den Plätzen 4 bis 6. Und dann am Ende John Newell, Mark Taylor und José Eduardo Rodríguez.
Das zweite Rennen an diesem Wochenende im Reverse Grid stand auf dem Programm, der Abschluss eines sensationellen Rennwochenendes in Le Mans, und auf der Pole Position Luis Requenco im Truck von Lukas Hahn, neben ihm André Kosim im Iveco von Don't Touch Racing. Dann ging es los im Hinterfeld, schon wilde Angriffe von José Eduardo Rodríguez. Vorne allerdings setzt sich ganz langsam Luis Requenco ab und es sollte eine Sternstunde seiner Karriere werden. Dahinter die Big Boys, ein Antonio Albacete, ein Sascha Lenz, ein Jochen Hahn, ein Nobby Kish, alle erstmal auf den Plätzen. Und dann gibt es so ein paar Rangeleien in der Dunlop-Schikane. Das kann Luis Requenco nutzen, um sich vorne etwas abzusetzen. André Kosim auf der 2, Jochen Hahn setzt sich sofort an die dritte Position mit einem tollen Start. Und dann haben wir Feuer bei Steffi Halm. Da ist ein Wasserbehälter von der Bremskühlung abgerissen. Das gab zunächst Funkenflug. Es sollte nachher noch etwas schlimmer werden, denn dieser Behälter machte sich dann auch noch selbstständig. Hier haben wir das Bild, da kommt dieser Behälter rein, geht erstmal weg, aber über diesen Unterdruck geht er wieder unter das Fahrzeug von Steffi Halm. Und das war das Aus für den Schwabentrag Iveco, das Aus für Steffi Halm. Auf der Rennstrecke ging es ähnlich funkensprühend weiter, denn im Mittelfeld waren die Kämpfe schon relativ hart. Da ist es ein Mark Taylor, der versucht, an André Kosim vorbeizukommen und ein gutes Ergebnis zu erfahren. Es sollte der 6. Platz für den Briten werden. Und dann bei André Kosim, platter Hinterreifen, aus auch für das Don't Touch Racing Team. Und die 64, Luis Requenco, wird gejagt vom sechsfachen Europameister Jochen Hahn, der allerdings nicht so die Möglichkeit hat, heranzukommen. Er ist nie dicht genug dran, um Requenco hier ernsthaft in Schwierigkeiten zu bringen. Dahinter der Europameister, so kann man es ja jetzt sagen, auf der 4. Position, Antonio Albacete, liegt im Moment auf 3. Und es war das Rennen des Antonio Albacete neben dem Rennen von Luis Requenco. Die beiden Spanier haben diesem 4. Rennen den Stempel aufgedrückt. Steffen Faas, voller Wut über den heutigen Tag gegen José Eduardo Rodríguez. Aber Rodríguez kann sich durchsetzen, hat ein Fahrzeug, das vorne schon mehr an einen Prototypen erinnert als an einen Renntrack. Und Steffen Faas versucht immer wieder vorbeizukommen, aber José Rodríguez bremst ihn dann auch ein wenig aus. Jamie Anderson nicht mit dem besten Ergebnis in Rennen 4. Nach dem Sieg ist es der 9. Platz letztendlich. Dann gewinnt Luis Requenco vor Jochen Hahn, Antonio Albacete und Nobby Kish. Der erste Sieg in der Karriere des 58-jährigen Spaniers Luis Requenco im Iveco von Lukas Hahn. Ein wirklich sehr emotionaler Moment, nicht nur für das gesamte Team von Luis Requenco. Also, Lena fühlt sich gerade wie ein Teil des Teams. Das tolle Gesichter, und vielleicht kann Antonio ein weiteres Mal übersetzen. Antonio, komm mal gerade zu uns für ein tolles Rennen. Es war Luis' 50. Rennen in einem neuen Truck. Herzlichen Glückwunsch. Muchas gracias, que ha sido la primera carrera que hacías con el camión, que ha ganado, que te vas a quedar con él. Er sagt, nächstes Jahr hat er einen neuen Truck, aber er behält diesen auch in Jarama. He will keep this one for Jarama, for sure. Die Sternstunde des Luis Requenco. 11 Runden gefahren, 1. Platz, 1. Sieg. 0,494 Sekunden vor Jochen Hahn, Antonio Albacete auf der 3, Norbert Kish und Sascha Lenz auf den Plätzen 4 und 5. Mark Taylor mit einem bemerkenswerten Ergebnis, und in der Europameisterschaft siegt Norbert Kish in diesem Jahr. Jochen Hahn jetzt mit einem komfortablen Vorsprung auf Sascha Lenz, und der Kampf um Platz 2, 3 und 4 wird auch in Jarama fortgesetzt. Im Promoters Cup sieht die Situation wie folgt aus. José Eduardo Rodríguez führt vor Steffen Faas und John Newell. Nur Rodríguez und Faas kämpfen noch um den Titel. Schnurstracks wird eingepackt hier in Le Mans. Und dann geht es nach Jarama am nächsten Wochenende das Abschlussrennen in Madrid. Und stay tuned bis zum kommenden Wochenende.